Hallo, wir haben beim letzten Mal den Fiat 500R-Motor auseinandergenommen und jetzt wollen wir mal gucken, welche von den Teilen wir erneuern müssen, welche wir behalten können, welche nicht verschlissen sind. Dazu messen wir die entsprechenden Teile mal nach und gucken nach mechanischen Verschleißspuren. Es gibt im Wesentlichen drei Möglichkeiten, was man mit einem Teil macht. Entweder man erneuert es, weil es sowieso nicht viel kostet und man das sowieso immer neu macht. Das ist bei so einem Pleuellager, was man da finde ich wahrscheinlich immer neu machen. Dichtungssatz sowieso alles neu und die anderen Sachen. Aber es gibt teure Sachen am Motor, so Kurbelwelle, normalerweise Kolbenzylinder, die wird man immer versuchen zu erhalten. Dann gucken wir jetzt mal rüber und überlegen zu entscheiden und versuchen zu entscheiden, welche Teile wir behalten können, welche Teile wir von dem Motor neu machen müssen. Ja gut. Dann so ein paar Sachen, das sind jetzt ein paar von den Vierteilen. Ein paar Sachen sieht man, dass sie total verschlissen sind. Hier die das Kurbelwellenlager, da sind diese Menge Riefen drin, zeigen wir gleich im Bild. Da brauchen wir nicht nachmessen, das ist kaputt. Aber hier bei der Nockenwelle und vor allen Dingen bei der Kurbelwelle, hier gibt es Übermaße für. Dann könnte man das schleifen lassen und könnte dann gucken, ob das Maß hier noch okay ist, sodass man hier mit neuen Pleuellagern den Motor wieder aufbauen kann. Es ist immer Schluss mit einem Teil, wenn ein Bauteil Fitting hat. Das sind hier in den Nockenwelle, an dieser Nockenwelle hier von dem Honda-Motor, sind das hier oben so kleine, das sieht dann aus wie... Ja, als hätte das korrodiert auf einer Stelle, auf einer hochbelasteten Stelle, aber das ist keine Korrosion, sondern da sind ganz kleine Oberflächenschäden drin und die machen natürlich das darunterliegende Bauteil bei, jetzt in dem Fall hier 14.000 Umdrehungen, total kaputt. Deswegen sollte man dann so eine Nockenwelle nicht wieder einbauen. Ist bei dem Fiat nicht, die Nockenwelle ist in Ordnung. Die hat kein Fitting, sondern die ist einfach verschlissen. Da gehen wir gleich mal mit der... Die Nockenwelle ist aber auch nicht so teuer, die könnte man also dann neu machen. Der Kolben hier ist total hinüber. Der ist hier oben vorbei, also hat so ein Blow-By. Das hat sich hier oben richtig angelagert. Das ist der obere Kolbenring, ist fest. Also da ist nichts mehr mit Spiel. Die unteren sind zu locker. Das können wir aber auch gleich mal kurz durchmessen. Ja. Dann hat er hier der Tragspuren. Hier hinten auch, sogar sehr starke. Also da käme man nicht auf die Idee, den wieder einzubauen. Das Lager hier hat auch Spuren. Müssen wir mal messen, ob man das noch weiter verwenden kann. Man misst sowas. Nicht mit der Schieblehre. Also das ist ja sowieso, das Ding heißt, im Landläufig heißt es Schieblehre. Der Profi unterscheidet Lehren und Messen. Und Messen ist immer das, was ein Ergebnis anzeigt. Und Lehren ist das, was in so eine Form da reinpasst. Also mit so einer Fühlerlehre kann man lehren. Also das heißt, da passt dann der 100. Millimeter, der passt dann rein. Oder der 1500. passt rein. Dann weiß man, dass das Maß stimmt. Die Schieblehre ist genau das Gegenteil. Man schiebt das Ding zusammen und dann hat man ein ungefähres Maß. Der Kurbelwellenlagerzapfen hier, der hat jetzt 54 mm, was es natürlich nicht sind. Es sind 53,970 bis 53,990. Und das misst man dann nicht an der Schieblehre, weil die Schieblehre kann maximal ein 20. Millimeter und keine Hundertstel. Wir haben ja hier 2 Hundertstel Maximum Toleranz, also Maximum Verschleiß. Okay, das macht man mit einer Mikrometerschraube. Dabei sollte alles ungefähr die gleiche Temperatur haben. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, weil sie mit der Mikrometerschraube schon sich oft in dem Bereich bewegen, den auch die Wärmeausdehnung ausmacht. So. Die Mikrometerschrauben, die hier, die sind immer für so ein ungefähres Maß. Also das ist eine große, die ist von
von, hier steht es drauf, von 75 bis 100. Dann ist hier eine kleine, die ist von 0 bis 25 mm. Und die hier ist von 25 bis 50 mm. Und messen tun wir jetzt den Pleuelagerzapfen, weil wir dafür die passende Mikrometerschraube am Mann haben. Der Pleuelagerzapfen muss 44 mm bis 44,02 haben. Also ganz grob. So. So. So, dann gehen wir mit der Mikrometerschraube auf die ganz ungefähr 42, drehen die an und hier hinten ist so eine Drehmomentbegrenzung drin. Das heißt, hier wird es angezogen und wenn das dann ratscht, dann ist das Maß okay. Wir messen das zweimal, einmal jeweils in der Nähe der Ölbohrung so ran. Okay. Und dann nochmal 90 Grad versetzt. Nochmal ran. Okay. 40,01, okay, ist im grünen Bereich. Das hat ja trotzdem halbwegs geklappt, selbst wenn das Ergebnis nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt habe. Wir müssen doch, also im Wesentlichen ist alles am Motor kaputt. Die Kurbelwelle werden wir behalten können, sonst Rest müssen wir halt neu haben. Schade. Gut. Schönen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Wir freuen uns über Ihr Like, wir freuen uns über Ihren Kommentar, wir freuen uns ganz besonders über Ihr Abonnement. Hier unten geht's. Und sonst wünschen wir noch einfach eine schöne Woche. Danke, tschüss.